in diese Rotterdam Süd in so oder Shopping Mall einen Film zu machen. Dat ben ik achtergrond. En nu ben ik buiten. Dus het is gewoon eigenlijk hetzelfde te doen als net. Wat net binnen deed. En de camera aan. Ik ben zo aangevangen. Want ik heb daar kleine filmen. Ik heb veel kleine filmen gemaakt. Ja. Dit blijft toch gewoon maar doorgaan. Over 20 jaar heb je nog hetzelfde. Toiletje vragen, anders goed. En wat vind je van zijn plek? Komt die nou best wel? Ja, ik ben voor een watje aan het filmen. Hoe hoort het niet? Nou, ik maak het niet zo klein. Ja, ik ben hier goed uit. Ja. Und dann hat die Doktor gesagt, ja, das ist so schwierig mit all diesen Kameras und das könnte dann nach ein paar Monaten wird es echt langweilig. Und dann habe ich diese Poster, da habe ich entschieden, einen Shop zu machen. Weil man kommt nicht richtig rein, hey, im Shopping Mall, wenn man keinen Shop hat. Dann kommt man nicht. Die Leute sagen, okay, tschüss und mal wieder weiter. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich bekomme auch einen Shop, ich bin auch Shop-Owner. Als Künstler bist du eigentlich auch schon Owner, hè? Mein Shop habe ich dann im Shopping Mall auch so groß wie die Hinterraum, ganz groß, 5000 Euro pro Monat. Und dann habe ich diese Poster gemacht und dann hatte ich auch diese dabei. Ja. Und dann siehst du hier viele Shop dann am Ende. Ja, en dan sind natürlich Fotos, wenn der Shop gerade fertig ist. Das ist eigentlich ein Foto von die letzten Woche von der Shop. In Anfang war es eigentlich schon offen. Aber war noch nichts los, waren keine Leute. Es war ganz schwierig, hat meine Mutter mitgenommen, hat auch immer gute Laune und jede Woche wieder was anderes gemacht. Echte Luxe, nichts kaufen. Das ist echt ein prima Thema mitzuarbeiten. Die Mauer von gegenüber, ich war mein Shop war hier, so hä, schön viel Fenster. Und das war echt so wie die Mauer da. So blau, geil, mag geil. Ja, okay, ich bin hier um als Künstler einen Auftrag zu machen, richtig was gut zu machen hier. Und ja, dann ist es angefangen sozusagen, dann habe ich das geklebt und erstmal auf die blaue Mauer geklebt, dann bin ich natürlich weggeschickt worden und hin und her, kleine witzige Sachen, nicht ganz hart. So, ja. Ich musste irgendwo die Leute reinkriegen. Aber natürlich bin ich wollte keine Turnschuhe verkaufen. Okay, ich habe eine Woche Turnschuhe verkauft. Aber so, ich musste meine eigene, ja, um die Leute reinzukriegen, das war dann so ein Hassliebe. So, okay. Und dann, wenn sie zu viel reinkommen, habe ich wieder die Tür zugeschlossen. Und dann, jetzt machen wir wieder was anderes für eine Woche. Ja, viele sind eine Stunde geblieben und haben viel gemacht. Oder ich habe nur gesessen oder rundgelaufen. Oder habe diskutiert oder Kaffee getrunken, das ist natürlich viel los. Hè? Viele haben dann auch wieder verstanden, dass es Kunst wäre. Und dann am Ende hatten wir eine große Eröffnung. Und da waren 100, 200 Kunstleute aus der Kunst, die kommen dann wieder alle. Ja. Und so, ja, okay. Das war auch ganz schön am Ende, hatte ich diese, dass ich hier auf die Foto habe Posters geklebt. Hè? Und diese riesengroßen Posters, einen Moment habe ich gesehen in anderen Shops, es gibt nicht nur so das hier, aber Posters, hè, Leute, schöne, Sophie Benetton jetzt, hè, oder. Und dann habe ich Pim Fortuyn, de wichtige Männer aus Rotterdam, Pim Fortuyn, Rem Koolhaas und de Meijer, das ist hier die neue Meijer, hè. Bürgermeister, neue Bürgermeister, die is Marokkaner. Mhm. Ja, so die drei riesengroße Poster von Männern gehängt und dann
dann wieder, okay, dann war das wieder fertig. Und dann am Ende habe ich dann diese Wasserfalle gemacht. Das sieht man nicht, aber das ist eine Wasserfalle, so. Aus die Augen von Herrn Kohlhaas weint es. Kommt Wasser raus, und ein bisschen, und das läuft die ganze, das ist ganz hoch, so hoch wie da in der, ja. Da so ganz hoch, 6 Meter, und das läuft so via diese Weine durch die ganze Shop hin bis am Ende und dann wieder zurück. Das war eigentlich die letzte Woche. Ja, das wusste ich nicht, wenn ich das gemacht habe, aber das war ganz schön. Dass wenn du aus einem Auge weinst, meinst du, dass du geizig bist. Aus einem Auge weinen. Mit Shop, das ist so schön. Echt wahnsinnig nett, da 3 Monate zu sein. De lucht is super slecht, maar man komt also ook zo via andere shop owners. Dat is totaal. Ja. Ik keer je het gerne in weer. Ik wil al kennen, Leute kennen alle. En jetzt werde ik die weer zien, alle. En denk je, oh ja, 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 hallo. Dan zo. Ook management had am Ende, want die film is gemaakt, dat is nog wichtig te zeggen. Die film is gemaakt voor shopping malls. Ik had daar een plaats gezien. Im Shopping Mall ganz schön, so mit rundum. Und da wollte ich den Film haben. Und es ist alles geplant. Und wir haben fotografiert, montiert, wie das aussieht, mit Bänkchen und so. Aber die haben das nicht geschafft. So, die Shopping Mall hat gesagt, nein, wir wollen den Film doch nicht. Aber so, die Film ist gemacht für Shopping Mall. Wir haben das Geld gekriegt. Natürlich haben wir den Shop gehabt da. Aber der Film sollte drehen, immer ein Jahr lang, semi-permanent. Und die haben das nicht kapiert. So, die haben das 2-mal angeguckt wie heißt das, Gesetz oder Commission, mit Management, und die haben nein gesagt. Und das haben wir die Politiker aus der Rotterdam-Politik, sind wieder zu dieser, zusammen mit Kunstleuten, zu dieser Management hingegangen, haben gesagt, hey, Erik, ist doch gut, und das läuft ein Mäuschen rund, aber weiter macht das, und er hat es doch nicht gemacht, ne? Es ist kein Film da, ne? Hat es Spaß gemacht, das hier wieder nachzudenken, wie macht man das dann in ein Bankgebäude von institutmäßig ausgesehen. Das habe ich mir schon überlegt. Erst hat ich ein ganz geschlossenes Raum dahin gesetzt, aber das hat sich dann doch wieder etwas offen gemacht. Obwohl es ganz geschlossen ist, die Fenster wieder geschlossen sind dann wieder. Ich hatte erst eine Mauer geplant für diese Risikosowahl. Dann ist die Mauer wieder hier hingegangen. Dann ist es so irgendwo ganz räumlich geworden. Und da haben sie auch die Außenseite live jetzt. Eric Makes Happy. Finde ich auch ganz schön. Das sieht aus wie, ja, ich weiß nicht, Kino, Porsche, Studio, Gymladen. Aber ich mag sehr gerne die Räume ändern und so. Ich finde es sehr gut, wenn heute Abend sind viele Leute da, und dann funktioniert das auch gut. Wir haben gesagt, nee, wir machen alles jetzt nur Krise, Shopping, Occupying, Banking, Credit, Euro und Banking nicht? Nee, Banking nicht mehr. Das haben wir rausgelassen. Also zum Beispiel in diesem Raum ist gar nichts. So mache ich eigentlich doch. Aber ich mache so umsonst eigentlich so ganz viele Zeichnungen, immer ganz voll, und ja, das war schön. Das haben wir so versucht.